meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltungsreihe Artefakte. Mein Name ist Thomas Hensel, ich unterrichte hier Kunst- und Designtheorie und ich freue mich sehr, auch wenn das ein wenig unkomfortabel für die ein oder andere Person sein mag, dass unser Haus zum Bersten voll ist. So soll es sein und das ist, denke ich, auch angemessen für diesen Anlass. Jonathan Mese gilt als oder ich darf sagen ist einer der wichtigsten Gegenwartskünstler. Sein Werk manifestiert sich in einer Vielzahl von Medien, in Malerei, in Skulpturen, in Installationen, genauso wie Performances, in Videokunst und Theaterarbeiten. Im heute Abend an der Hochschule Pforzheim stattfindenden Künstlergespräch wird er sich dem Verhältnis von Kunst und Design widmen. Sein Gesprächspartner ist Dr. Robert Eickmeier, Kunst- und Designtheoretiker an unserer Fakultät. Jonathan Mese wird uns heute Abend nichts Geringeres als Steilvorlagen geben, schwaches Wort, an denen wir uns abarbeiten müssen, denke ich, etwa wenn er in seinen jüngst verfassten Pforzheimer Manifesten, die auch Sie ausgelegt finden, Design als bloße Seelenfängerei, als Systemillustration oder als Glaubensbekenntnis zum Gestrigen. Also, nehmen Sie bitte mit uns gemeinsam diese Einladung zum Gespräch und diese Aufforderung zum Disput an. Jonathan Mese, herzlich willkommen in unserem Haus. Sehr, sehr schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dankeschön. Also, vielen Dank. Ja, ich bin ja nicht religionssüchtig und ich bin auch kein Politiker. Das vergessen die Leute immer. Wenn ich Design anprangere, dann prangere ich nicht irgendeinen Designgegenstand an. Keine Teekanne oder kein Tisch, weil das sind ja Objekte, sondern ich prangere die designten Gehirne an, die momentan auf diesem Planeten unterwegs sind und die designten Gesellschaftsformen und die designten Staatssysteme und die designten Gedankengüter, die sich seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in unser Gehirn hineingepflanzt haben. Und mit solchen designten Gehirnen wird man die Zukunft nicht beeindrucken und auch nicht anlocken können. Also wir müssen unsere Gehirne entdesignen. Ja, wir müssen sie wieder kunstfähig machen. Das heißt, wir müssen den Zustand der Kunstlosigkeit beenden, in dem wir schon seit Jahrzehnten verharren. Wir tun immer nur so, als ob es um Kunst ginge, aber in Wirklichkeit geht es eben um Design beziehungsweise um Lifestyle. Ja? Und alles, was heute linkspolitisch ist oder rechtspolitisch ist, ist ja alles Lifestyle. Ja? Die ganzen politischen Parteien, die momentan auf diesem Planeten unterwegs sind, ist alles Lifestyle. Ja? Es gibt gar keine Haltung mehr, die gezeigt wird. Ich meine, jede Politik ist eh falsch und jede politische Partei ist falsch. Und jede politische Partei ist zukunftsunfähig und jede politische Partei ist gleich zukunftsunfähig und jede Religion ist zukunftsunfähig und jede Religion ist falsch und so weiter. Ich bin jemand, der rigoros ist. Ich bin rigoros, ja. Damit muss man umgehen, das muss man lernen, wenn man mit mir zu tun hat. Ich bin nicht in der Lage, Spitzfindigkeiten auszutauschen. Das kann ich nicht, das liegt mir nicht. Das ist nicht mein Naturell. Ja, ich bin dafür da, die Teufelskreise zu durchbrechen und nicht zu befeuern. Und man befeuert nicht... Man zerbricht nicht den politischen Kreislauf, indem man wieder eine Partei wählt oder eine andere. Ja? Ideologie wird man nie durch Ideologie bekämpfen, sondern durch Kunst. Ja? Aber man muss erst mal begreifen, dass Ideologie scheiße ist. Ne? Die meisten wissen das gar nicht. Die meisten wissen auch gar nicht, dass Demokratie eine Ideologie ist. Das haben sie nicht vergessen. Aber gut, es gibt eben Dinge, die sind ideologiefrei. Zum Beispiel Schlafen, Essen, Trinken, Liebe, Geburt, Tod. Aber das wollen wir ja auch alles durchdesignen. Ne? Das ist ja ganz merkwürdig. Ne? Haifische sollen durchdesignt werden, durchdemokratisiert werden oder kommunistisch gemacht werden oder keine Ahnung. Ja? Oder Babys. Babys gehen ja noch gar nicht wählen, weil sie gar nicht die Notwendigkeit verspüren, ihre Stimme an irgendeine ideologische Partei abzugeben. Das brauchen sie nämlich gar nicht. Tierwelten haben keine Kirchen, gar nichts. Brauchen die auch nicht. Sind aber viel resistenter und stärker als wir. Ja? Ist ja ganz merkwürdig. Ne? Von den Tieren lernen, wie man fliegt, wie man schwimmt. Aber diese ideologielosen Herrschaftsformen, die sich an ihnen abspielen, das lernen wir nicht. Sondern wir gehen immer wieder in ein Wahllokal, werfen unsere Stimme weg, ja, Einäscherung in die Urne rein, denken, das ist Mitbestimmung. In Wirklichkeit ist es Lotto,
ja, oder rubbellos. Nur bei Lotto kann man wenigstens noch 7 Zahlen ankreuzen. Ja, und dann wird dann so groß hochstilisiert, ja, ich bin dabei. Sei doch mal nicht dabei. Mach einfach mal nicht mit. Ja, mach nicht mit. Ja, das ist die Zukunft. Vereinzel dich, aber sei nicht einsam. Ja, dann wird sich auch Design an dir nicht abspielen, weil diese Ideologen dein Design nicht umprogrammieren können, wenn du spielst. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt, jetzt lese ich ein Manifest vor. Ja, das ist so die Grundstruktur. Ne? Ich bin nicht käuflich. Ja? Mich wird keine politische Partei kaufen. Ja, ich werde mich vor keinen politischen Karren spannen lassen. Komme, was wolle. Niemals werde ich ideologisch eine Stimme abgeben, um Menschen an die Macht zu wählen. Das ist für mich keine Errungenschaft. Das ist für mich einfach nur peinlich. Und eine Ideologie mit irgendeiner anderen Ideologie zu bekämpfen, das ist Zynismus. Auch mit der Ansage, die eine Ideologie ist ja möglicherweise schlimmer als die andere. Nein, alle Ideologien sind gleich schlimm. Nicht das Vorzeichen ist falsch. Und dann ist das Ergebnis immer falsch. Ja? Und dann, wenn man schon Ideologie, dann lass sie sich doch befeuern, dass sie endlich verschwindet. Ja? Indem man den Funken rausnimmt oder das Ganze befeuert, indem man sich komplett raushält. Indem man einfach sagt, man hat damit überhaupt nichts zu tun. Und die Verantwortung, die man hat, ist eben diese Ideologien oder Ideologen nicht an die Macht zu wählen. Egal, wie sie heißen, egal, wie sie aussehen, egal, welcher Couleur, egal, egal. Ja? Entweder man ist dafür oder dagegen. Ja? Also ich kann damit nicht leben, ideologisch eine Stimme abzugeben. Das kann ich einfach nicht. Ich kann es nicht. Vielleicht ist es eine Störung. Ja? Vielleicht ist es eine Störung. Aber ich bin an Gesellschaftsdesign nicht interessiert und auch nicht beteiligt. Ja? Ich bin eben nicht schuldig. Ne? An all dem, was hier gerade ideologisch passiert, hier in diesem Land oder weltweit, bin ich nicht beteiligt. Ich habe auch überhaupt keine Meinung zu dem ganzen Zeug. Ja? Ich habe damit einfach nichts zu tun. Fertig. Ende der Durchsage. Ich mache mein Ding, ich ziehe das durch, ich diene der Kunst, ich gehorche, ich mache auch nicht mit. Ne? In der Kunst kann man gar nicht mitmachen. Nicht? Die Kunst ist kein Guru. Das ist kein spiritueller Führer oder Religionsführer, vor dem man niederknien muss. Ja? Das sind keine Sachen, der man zujubeln muss oder so. Sondern man muss gehorchen und spielen. Fertig, das ist alles. Mehr ist es nicht. Und wenn man das tut, spielt, ohne Ideologie, das kann man im Sport nämlich machen. Man kann Sport mit Ideologie machen oder ohne. Ja, ich kann designen etwas mit Ideologie oder ohne. Ja, und das Designte mit Ideologie hat überhaupt keine Zukunft. Das ist zukunftslos. Das sind die ewig Gestrigen, die immer wieder auf neue politische Parteien setzen oder neue politische Parteien befruchten oder systemillustrativ vorgehen und immer wieder eine neue Religion wollen. Ist ja alles austauschbar. Und diese Typen sind auch austauschbar, weil diese Gehirne austauschbar sind, weil sie eben designt sind. Ja? Sie sind nicht mehr kunstfähig. Und ich habe auf diese Typen einfach relativ wenig Bock. Und ich habe auch keine Zeit mehr. Ich bin 46 Jahre alt. Ich dachte, ich nutze die Zeit, während du die Manifeste auspackst zum Reingrätschen, so. Aber die waren schon ausgepackt. Ja, ich lese sie jetzt vor. Aber ich meine das ja alles liebevoll. Ne? Ja, ich habe nichts gegen super designten Sessel oder so. Gar nichts. Ich mag nur designte Gehirne nicht. Und Stammtischgesülze, dass diese oder jene Partei jetzt ganz geil sei oder ganz schlimm oder richtig oder falsch, das interessiert mich alles nicht. Weil es ist eh alles falsch. Ja, wir müssen viel großzügiger sein mit unseren Gedankenfeldern. Wir müssen das Grundsätzliche befürworten oder ablehnen. Eine Zwischenform gibt es da gar nicht. Ja? Na, ist ja auch vollkommen egal. Pforzheim, Berlin, Tagesmanifest, Herzblut ist Kunst, Jonathan Mese, 4.5.2016. Kunst ist Totalsliebe, Design ist Berechnung. Kunst ungleich Design. Erstens, Kunst ist Zukunft, Design ist und hat keine Zukunft. Zweitens, Kunst ist Evolution, Design ist Religion. Drittens, Kunst ist Liebe, Design ist Strategie. Viertens, Kunst ist Macht, Design ist Mitläufertum. Fünftens, Kunst ist Chef, Design ist Anbieterei. Sechstens, Kunst ist keine Kultur, Design ist Fankultur und Kulturfantum. Siebtens, Kunst ist Freiheit, Design ist Dekoration. Achtens, Kunst ist zeitlos, Design ist Zeitgeist. Neuntens, Kunst ist keine Politik, Design ist Lifestyle. Zehntens, Kunst ist Respekt, Design ist Angst. Elftens, Kunst ist Spiel, Design ist Zweck. Zwölftens, Kunst ist unbrauchbar, Design ist Gebrauch. Kunst paktiert niemals mit designten Politiksystemen. Kunst ist das Radikalspiel Zukunft.
Kunst entideologisiert alles. Kunst ist der Evolutionsstaat, Kunst ist kein Designstaat. Kunst ist kein Gesellschaftsdesign. Alle ideologischen, also alle politischen, esoterischen, religiösen oder spirituellen Regierungssysteme sind Gesellschaftsdesign, also zynischer Lifestyle. Alles ewig gestrig, alles von gestern, ne? Alles nostalgisch. KONST ist die entdesignte Evolutionsform von morgen. Kunst entheiligt und enttempelt alles. Design spiegelt nur das ideologische Ich. Total Pforzheim, Berlin, Manifest, Jonathan Mese, 4.5.2017. Kunst ist der Totalsperrkreis. Kunst ist die Distanzschaffungsmaßnahme zu allem, was nicht Kunst ist. Kunst ist konsensunfähigst. Design ist Konsens. Kunst kennt keine Kompromisse. Design ist der durchdemokratisierte Kompromiss. Kunst ist Kampf, Design ist Glaube. Kunst ist vorne, immer vorne, also die Schlagkraft der Zukunft in die Zukunft. Design ist Bewahrung, das Festhalten am Status quo und zynischste Kulturbestätigerei, also der Blick nach hinten, also Stammtischgesülze. Kunst lässt alle ideologischen Menschen und Ideologien hinter sich. Design ideologisiert leider nur Zeiträume. Kunst ist Abgrenzung zur Nichtkunst. Design ist Mitmachstuss. Nochmal. Kunst ist Abgrenzung zur Nichtkunst. Design ist Mitmachstuss. Kunst brüllt, gehorche. Design säuselt, verwirkliche dich selbst. Und betreibe Meinungsterrorismus. Kunst ist versachlichteste Führung. Design ist unsachliches Mitläufertum und unsachlichster Mitläuferkulturbetrieb. Kunst ist Babygebrüll, Design ist Om. Kunst ist Strammstehen, Design ist Nabelbeschau. Kunst ist kein Menschenmaß, Design ist Menschenmaß. Kunst ist freies Spiel, Design ist ideologisch kulturbetroffene Angst. Design ist ideologisch kulturbetroffene Angst. Kunststaat ungleich Designstaat. Im Kunststaat leben Liebende der Kunst. Im Designstaat lebt das ideologieversaute Wahlvolk. Kunst ist das Unermesslichste. Kunst entheuchelt alles. Kunst ist nicht erpressbar. Kunststaat ungleich Kulturstaat. Evolutionsstaat ungleich Designstaat. Politiksucht ist ein uralter Hut, der zu nichts führt. Politik zu vertrauen ist nostalgischer Müll ohne Zukunftsstoßrichtung. Kunst ist gehorchen, nicht mitmachen. Aber man gehorcht eben der versachlichtesten Führung. Ja. Wir müssen ja der Sonne gehorchen oder unserem Schlaf. Das ist die Führung, der wir uns ausliefern können. Ja, aber auch nicht Ideologen. Also die Zeit ist doch lange vorbei. Also, dass das immer noch Leute wollen oder befeuern wollen. Naja gut, vielleicht haben sie da ihr Auskommen, nicht in ihrer kleinen Pupszelle oder in ihrer Kleingeistigkeit oder ihrer Freigeistigkeit oder ihrem Kleinmut. Immer schön Verantwortung abzugeben, ne? Das ist niemals Kunst. Nie. In der Kunst gibt man überhaupt keine Verantwortung ab. Gar keine. Wäre noch schöner. Ideologie darf man niemals durch eine andere Ideologie bekämpfen. Das designte Gehirn will Lifestyle-Herrschaft. Das kunstvollste Gehirn will Zukunftsstaat. Kunst ist Herzblut, Design ist Taktik. Kunst ist Neustart, Design ist Rückgriff. Kunst ist der tollste Nullpunkt. Design ist Gegenwartsbestätigung. Kunst ist ohne Wahl. Design ist wahlhaft. Kunst ungleich Ichsucht. Kunst ist Hermetisierung. Kulturnetzwerke sind Design. Kunst entmachtet jede Designideologie. Kunst ist Instinkt. Design ist Kreativitätssucht. Kunst ist gegen alles, was nicht Kunst ist. Design ist durchdemokratisierte Gefallsucht. Kunst ist maßlos. Design ist Menschenmaß. Kunst ist totales Spiel. Design ist Umfragefanatismus. Kunst bestimmt, Design nostalgisiert. Kunst ist Vereinzelung, Kultur ist Gruppenzwang. Kunst ist Qualität, Design ist Quantität. Kunst ist keinerlei Ideologie, auch keine Demokratie. Letzte Seite, Kunst ungleich Design Manifest Pforzheim, Berlin, Mese. 4.5.2016, Mese erlaubt sich die Kunstisolationshaft. Mese schottet sich von allem ab, was nicht Kunst ist. Kunst ist spielerischste Naivität und
erzeugt das radikalste Spielkind. Mese ist erzverhafteter der Kunst. Kunst ist ideologiebefreiteste, ideologieloseste und religionssuchtsloseste Evolutionsmacht. Kunst ist politikbefreiteste, politikloseste und generell unwählbarste Zukunftsmacht. Kunst ist die totalste Liebeserklärung an die Zukunft. Kunst lenkt, Kunst formt, Kunst führt und Kunst richtet aus. Kunst ist Alleinherrschaft der Totalsliebe. Kunst evolutioniert, Kulturdesign gestaltet. Kunst siegt, Design kapituliert. Mese stellt sich niemals der Kunst in den Weg. Mese will nur spielen, spielen, spielen. Mese verlangt den Tunnelblick Kunst, K-U-N-S-T. Mese möchte nur der Kunst gehorchen. Denn Kunst ist totalst Unberechenbarkeit und kennt keinen Guruismus. Kunst ist keinerlei ideologieversaute Zusammenrottung. Kunst ist evolutionärste Machtschenkung. Kunst ist das, was kommt. Kunst ist das, was bleibt. Kultur ist das, was geht. Kunst ist die totalst Erzüberraschung. K-U-N-S-T ist immer Diktatur der Kunst. So. Sehr gut. Man macht sich nicht gemein mit irgendwelchen Parteien oder Religionen oder irgendwelchen Politikern. Man macht sich nicht gemein mit der Demokratie, aber auch nicht mit der Monarchie und auch nicht mit dem Kommunismus. Man macht sich einfach nicht gemein mit diesen Dingen. Man macht sich auch nicht gemein mit den tagespolitischen Aktionen und Sachen, die gerade passieren. Künstler sind keine Polit-Clowns und bedienen keine Politposse und sind keine Politaktionisten. Das, Künstler sind dagegen. Künstler sind grundsätzlich gegen jede Politik. Ja, da kann ich nicht als irgendwie Kulturbetroffener plötzlich meinen, ich positioniere mich jetzt. Dann bin ich nämlich gefangen in dem Designnetz der Zukunftslosigkeit. Ja, ich bin dann verantwortlich für all den Scheiß, der passiert, wenn ich irgendwelche Parteien an die Macht wähle. Auch wenn es die angeblich geringste Übel ist. Das geringste Übel ist genauso beschissen wie das größte Übel. Das muss man einfach mal peilen. 0,1% Religiosität ist 100% Religiosität. Es gibt keine wenige Religiosität. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Entweder du bist politisch oder du bist es nicht. Ich lehne jede Politik gleichwertigst ab. Komplett. Und ich bediene diese Teufelskreise nicht. Ich habe mit 18 ein einziges Mal gewählt in meinem Leben und habe alle politischen Parteien angekreuzt. Ja? Weil ich damals schon gespürt habe, das ist nichts für mich. Ja? Das ist irgendwie Humbug. Ja? Und hier zu meinen, oh, ich mache da ein Kreuz und dann bin ich dabei und oh, Selbstbestimmung und Mitbestimmung, das ist doch alles Design. Das designtes Denken, das sind so diese ganzen Sesselfurzer und so. Aber auch mitmachen, demonstrieren, für oder gegen eine Sache, ist das Gleiche. Ist die gleiche Medaille, ob du heute für Atomkraft bist oder dagegen, ist das Gleiche. Ob du für Böhmermann bist oder dagegen, ist das Gleiche. Wenn, ob du für Erdogan bist oder dagegen, ist das Gleiche. Bist du für Putin oder dagegen, ist das Gleiche. Bist du für oder gegen Angela Merkel, ist das Gleiche. Bist du für AfD, bist du dagegen, ist das Gleiche. Bist du für Grüne, ist das Gleiche. Ist das Gleiche, ist alles das Gleiche. Das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Wir sollen aufs Glatteis geführt werden. Die ganze Zeit sollen wir an Petitionen und Dingen mitmachen. Wir sollen unsere Stimme jeden Tag immer wieder einäschern, abgeben. Jeden Tag sollen wir uns positionieren, bis wir total zersplittert sind. Gar nichts mehr haben. Nicht? Und das wird uns dann als Ich verkauft. Das ist aber Design. Das ist dein Design, das Ich. Sieh doch mal von dir ab. Lass es sausen. Hab gar keine Haltung. Sag einfach, es geht mir nichts an. Mich interessieren die Typen alle gar nicht. Ja? Alle Politiker sollen abdanken. So eine nette Aussage. Wieso dann wieder den einen gegen den anderen ausspielen? Oder sagen, die eine Religion sei schlechter als die andere? Nee, alle weg. Ist doch kein Problem. Ja? Ich meine, ist die Sonne religiös? Oder die Liebe, die ich empfinde? Oder das Wasser, was ich trinke? Gibt es tatsächlich katholische Krankenhäuser? Ja? Ist das Gebäude hier evangelisch? Ja? Oder schreit mir der Wald entgegen, dass er deutsch oder international oder national ist? Was ist das für ein Blödsinn? Was ist das für ein kranker, blöder Design-Scheiß in diesen Köpfen, die da irgendwie unterwegs sind? Und zwar von allen Seiten. Das ist ja das Interessante. Wenn ich jetzt hier irgendwie eine Seite präferieren würde, dann wäre ich ein blöder Designer. Nee, bei mir ist man immer an der falschen Adresse.
weil ich werde keinen Stammtisch bedienen. Ich tue manchmal so, ne? Ich tue manchmal so. Ich sitze dann so und gucke und höre mir diesen ganzen Müll von diesen Leuten an, die einem dann erzählen wollen, dass das ist jetzt gerade das neue geile Ding. Nee, das neue geile Ding ist immer gerade wieder die Geburt, die sich an dir abspielt. Oder die Tatsache, dass du irgendwann mal stirbst. Das ist das ewig geile Neue. Dass du jeden Tag wieder morgens aufwachst oder frühstücken willst. Ja? Einen Alltag hast, der ganz normal ist. Ich gehe jeden Tag zweimal in die Badewanne. Ja, das ist doch geil. Das ist auch kein Design. Sondern ich habe der Kunst zu gehorchen und fertig. Das heißt aber, ich habe auch anderen Dingen ihm nicht zu gehorchen. Ja? Man kann nicht immer alles haben. Ja? Man kann nicht immer alles wollen. Man kann natürlich auch als Nicht-Künstler, ja, also als Kulturfunktionär, kann man auch Kunst machen, wenn man nämlich schläft. Ja? Nicht Schlaf ist eine ideologielose, undesignte Aktivität. Also selbst der mieseste Diktator musste schlafen oder auf Klo gehen. Dort war er tatsächlich auch ideologiebefreit. Auch die miesesten Diktatoren waren, wenn sie auf Klo waren, nicht links oder nicht rechts, sondern da flutschte es oder eben nicht. Ja, und das ist, ja, aber das muss man mal sagen. Und das ist ein ganz großer Bestandteil unseres Lebens. Ne? Wird immer so runtergespielt. Selbst einer, der ein total festgefahrenes, verknorpeltes, demokratisches Designgehirn hat, selbst so ein Typ kann Kunst machen. Und zwar am laufenden Band. Wenn er nämlich pups, schläft, wenn er isst, wenn er nett ist zu seiner Mutter oder zu seinem Vater, wenn ganz normale Dinge passieren. Nur wenn er sich dann ideologisch an den Stammtisch begibt oder in einen Parteiraum oder mickrigst irgendeinen Typen zujubelt, der dann angeblich die ideologische Repräsentation darstellen soll. Das ist ja Wahnsinn. Das erzeugt ja heute noch nicht mal mehr Bilder. Höchstens in Nordkorea. Ja? Aber diese Bilder, wo Leute Parteiführern zugejubelt haben. Das haben wir doch schon gehabt. Und zwar so exzessiv geilst, ja, unmoralisch, moralisch ist mir egal. Diese Bilder sind nicht zu toppen. Nur das, was wir jetzt sehen, alles gesichtslose Leute, die so tun, als seien sie politisch in der Lage, irgendetwas zu reißen. Die wachsen immer nach, ne? Wie so designte Fürze. Ja? Und du denkst, ich gucke mir die immer an und denke immer, mein Herr, von dir will ich kein Foto sehen. Weil da ist nichts drauf. Weil diese designten Fressen, die haben sich ja schon sozusagen aufgegeben. Ja? Die wollen ja nur Macht ausüben. Ja? Die wollen nur Macht über Mitläufer haben. Und dann diese Aufregung. Oh, es passiert wieder was. Nee, es passiert gar nichts. Ne? Es passiert momentan in diesem Land absolut null. Das muss man einfach so sagen. Weil es soll ja wieder die Designkämpfe sollen ja wieder losgehen. Die waren aber vor 100 Jahren geiler. Oder vor 80. Warum will man die denn noch befeuern? Ja, also wie kann man noch die Welt in links- oder rechtspolitische Zonen einteilen oder in Religionszonen? Wie kann man das überhaupt noch machen? Also wie designt muss das Gehirn sein? Also wie wegdesignt ist es? Ja, und da hat die Demokratie eine ganz große Verantwortung gehabt, nämlich diese Gehirnwaschanlagen zu bauen. Also irgendwas muss ja dazu geführt haben, dass wir alle solche designten Gehirne haben. Nicht? Das war damals, als ich vor Gericht stand, als man mir davor warf, ich würde diesen Hitler-Mese-Gruß machen und so weiter. Das ist ja ein Gegenstand, das ist ja eine Sachlage. Also das kann ja nicht gut oder böse sein. Ja? Böse sind nur die Gedanken oder das, was sich in deinem Kopf abspielt. Auch als ich hier im Verfassungsgericht war, habe ich das Grundgesetz angeprangert, weil noch viel zu viel ideologieversaute Gesetze darin stehen. Unter anderem steht das Wort Gott in der Präambel. So geht es nicht. Ja, das ist eine Geschmacksrichtung, das ist eine ideologische Grundlage, die brauchen wir nicht. Und wenn wir keine politischen Parteien mehr haben, brauchen wir auch keine Politik schützenden Gesetze mehr, dann fällt schon mal ganz viel weg. Ja? Wenn wir gar keine Religion mehr haben in diesem Land, dann braucht man auch keine Religion mehr zu schützen. Ist ja völlig in Ordnung, was jemand privat in seinem Hobbykeller macht. Nur stilisiere es nie hoch und mach es zum Design. Wir können so nicht mehr leben. Wir können so nicht mehr miteinander umgehen. Wir haben stramm zu stehen, liebevoll. Man hat Selbsterniedrigung, Erniedrigung geht nicht mehr, das Design. Sich selbst erniedrigende Menschen auch schon als Bild das ist Design, das geht nicht, das ist die Vergangenheit, das ist nicht mehr das Morgen. Das Morgen will was anderes. Und diese Typen, diese Ideologen, die verpesten einfach immer die Gegenwart mit ihrem Geschwätz, ja, mit ihrem Geschmäckle. Ja? Ja, linkspolitisch oder rechtspolitisch zu sein, ist ein Geschmäckle. Ja? Das ist Pakt, das ist
das ist gar nichts. Und so wird heute noch gelabert in den ganzen Talkshows. Ich gehöre der und der Partei an. Wir machen es aber besser als sie. Nee, geh doch nach Hause. Spiel mit deinen Kindern, geh in Urlaub. Hör auf. Hör einfach auf mit diesem politisch verquasten Gesülze. Brauchen wir nicht mehr. Wir müssen doch den großen Wurf wagen, was Neues. Ja? Der große Wurf ist einfach mal, das mal ganz alles in Frage zu stellen und was Neues anzubieten. Ja? Wir haben uns festgefahren. Wie viele Diskussionen führe ich mit Leuten, die sagen, ja, geht nun mal nicht anders, war immer schon so. Ja, war immer schon so, ja, dann geh doch nach Hause. Ja, dann was willst du mir damit sagen, war immer schon so. Kann doch aber morgen auch ganz anders sein. Warum denn nicht? Nicht? Geht doch ratzfatz, ja, wenn du dich mal raushältst und nicht immer das System befeuerst. Ja, diese ideologische Systembefeuerung, jeden Tag aufs Neue. In den ganzen Medien, in den ganzen Zeitungen, überall, es wird das die ganze Zeit befeuert. Ein Konflikt, den es gar nicht gibt. Ja? Ein Konflikt, der uns zu nichts führt. Zu nichts. Nur in die Vergangenheit schleudert. Und wir müssen Zeitmaschinen bauen, das mag ich ja immer so gerne sagen, um diese Leute, die Zukunft verhindern wollen, wieder in die Zeit zurückzujagen, wo sie hingehören. Die Zukunft kommt ja eh. Dafür brauchen wir gar keine Maschinen. Wir müssen nicht in die Zukunft reisen, wir müssen sie nur zulassen. Und die Typen, die eben die Zukunft nicht wollen, denen müssen wir Sachen bauen. Wir sind ja intelligent. Und dann müssen wir die in diese Zeiten zurückschleudern. Ins Jahr 0, ins Jahr 1400, ins Jahr 1600. Immer in die Hochphasen dessen, was diese Leute wollen. Da müssen sie ja hin. Ja, Leute, die Monarchisten, die sollen in die Zeit zurück, wo die Monarchie am geilsten war. Ja, und die Kommunisten sollen dahin, wo der Kommunismus ganz oben stand. Gab es doch alles schon. Aber warum wollen die denn die Zukunft belästigen mit irgendwas, was schon gab? Verstehe ich nicht. Ich peil's einfach nicht. Ich habe es nie verstanden. Also ich bin wie ein Spielkind. Ich denke immer, das Neue muss doch kommen. Verhinder es einfach nicht, indem du es blockierst. Ja, durch dein blödes, designtes Gehirn. Aber vielleicht können diese designten Gehirne auch nicht anders. Ich habe ja die Sachen immer an mir sich abspielen lassen. Ja, ich bin sehr spät zur Kunst gekommen. Ich habe mit 22 das erste Mal sozusagen mit dem Begriff Kunst zu tun gehabt, dass ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich jetzt einen Block gerne geschenkt haben würde zum Geburtstag. Wir waren irgendwie bei Karstadt, vor Karstadt in Hamburg, Mönckebergstraße. Und meine Mutter sagte, Mensch, du hast doch noch nie gezeichnet, das ist doch Geldverschwendung. Und dann haben wir den Block aber gekauft und ich habe einfach losgelegt. Und ich kannte gar nichts. Ich kannte Picasso und Warhol und diese ganzen Typen, kannte ich alle gar nicht. Beuys war mir völlig unbekannt. Und dann habe ich immer das getan, was sozusagen mir empfohlen wurde. Ich gehe mal einen Radierkurs am Museum da und mache mal Aktmalerei und so. Und das habe ich so gemacht und habe immer Leute so getroffen. Die haben mir gesagt, ja, es gibt übrigens eine Kunsthochschule. Ich habe gesagt, Mensch, was, das ist ja Wahnsinn, was macht man denn da? Ah ja, da lernt man Kunst und wird... Mach das doch vielleicht. Dann habe ich einen Mappenvorbereitungskurs gemacht in Blankenese während des Zivildienstes. Bin ich fast zusammengebrochen, weil das alles so anstrengend war. Dann wurde ich aber ganz sofort angenommen in Hamburg, fand das alles spitze und war dann in dieser Burg, in diesem Schloss. Und und dann bin ich an die Kunsthochschule gegangen und dann hatte ich immer die braune Adidas-Jacke. Und in der habe ich mich sau wohl gefühlt. Ja? Und dann hatte ich die jeden Tag an und jeden Abend gewaschen. Ja, und ich hatte aber eine braune Hose. Und dann kam irgendwann mal, ich glaube, nach der Kunsthochschule kam die schwarze Adidas-Jacke. Die kam erst ein bisschen später. Ich habe jetzt keinen Abschluss gemacht, aber dann kam ich ja in den Kulturbetrieb, ne, war mir auch völlig neu. Und da wurde dann ganz viel gefeiert, ja, also Kulturpartys gemacht, ne. Ich war überhaupt kein Feiertyp, ich war nie in der Disco oder so. Ich fühlte mich immer viel zu jung. Ich sah ja immer irgendwie 5 bis 6 Jahre jünger aus als alle anderen. Mit 18 sah ich aus wie 13. Und ich habe mich so geschämt. Ja? Und deshalb, ich wollte was Hermetisches machen. Das hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt. Und ich war an der Kunsthochschule richtig aufgehoben. Und alle sind liebevoll mit mir umgegangen. Die haben mir immer gesagt, mach was du willst. Tu es einfach. Die haben gemerkt, den Typen können sie eh nicht aufhalten. Ich habe so wahnsinnig viel produziert. Das war gar nicht mehr abschätzbar. Ich war völlig unberechenbar in meiner Produktionsquantität. Ich bin immer zu den Professoren gegangen, auch zu ganz vielen. Die haben immer nur gesagt, weitermachen, weitermachen. Ja? Und dann kam die erste Prüfung und da habe ich gemerkt,
das stimmt hier irgendwie alles nicht mehr, Kunst kann man noch nicht lehren, man kann auch keine Prüfung abliefern. Und dann merkte ich, das ist jetzt ein Selbstläufer. Und dann wurde ich von der Galerie abgegriffen und so, habe das im ersten Moment so genommen, wie es war, selbstverständlich. Und dann habe ich gemerkt, dass die Sache immer designhafter wurde. Und dann musste man Konsequenzen ziehen, auch in dem, was man getan hat. Wenn alle Ideologien abgeschafft sind, dann werden wir erleben, was Mode ist. Aber wirkliche Mode, totalste Mode, radikalste Mode. Wir werden ein Rechtssystem haben, davon hat die Welt noch nichts gehört. Wir müssen nur das Neue mal zulassen, indem wir das Alte wegschleudern. Wir sind noch gar nicht im Bereich der totalen Mode angekommen. Wir sind noch nicht im Bereich des totalen geilen Designs angekommen. Erst wenn wir eine Regierungsform haben, die nicht ideologisch ist und uns nicht zu ideologischen Mitläufern ausbildet, dann ist eine neue Zeitrechnung da und dann können wir frei aufspielen. Dann wird es ein neues Medizinsystem geben, ein neues Schulsystem, ein neues Rechtssystem. Alles wird neu sein. Wir lassen es nur nicht zu. Wir begrenzen und limitieren uns jeden Tag aufs Neue, indem wir Ideologie zum Maß aller Dinge machen und eben auch unser Ich. Wenn wir das nicht zulassen, ja, wenn wir was Neues zulassen, dann wird sich die Mode auch entfalten. All diese Sachen sind in der Sackgasse, weil sie flankiert werden von Ideologen. Ist ja noch so, es ist vollkommen in Ordnung. Es gibt super tolle Modedesigner, ganz tolle Typen. Aber den wirklichen totalen Durchbruch in die Zukunft werden sie nur erreichen, wenn das Land, die Welt, in der sie leben, keine Ideologie mehr hat. Und keine Religion, keine Spiritualität und keinerlei Esoterik. Dann wird etwas aufbrechen, was das Neue zulässt. Und lass es doch einfach mal kommen. Es kann nicht schlechter sein als das, was wir jetzt erleben. Und dann wird sich das Neue, dann werden die Messer so aussehen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Jetzt sind wir noch so begrenzt. Wir müssen diese ideologische Gefallsucht einfach mal beiseite stellen. Weg damit, wegschmeißen. Diese Vorstellung, dass wir geführt werden müssten von anderen Menschen, Priestern oder Gottheiten, das behindert uns so dermaßen in der Zukunftsentwicklung. Der nächste Evolutionsschritt, der ist ganz nah, wenn wir das alles sausen lassen. Und dann geht's ab. Die Demokratie ist die Lehre des optimiertesten Mittelmaßes. Daran kann man als Künstler nicht anknüpfen. Das geht einfach nicht. Kunst ist Qualität und nicht Quantität. Die Mehrheit hat nicht zu entscheiden. In der Kunst überhaupt nicht. Wir können nicht mehr Umfragen machen. Wir können das nicht mehr durch Wählerei entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist. Wir können alle entscheiden, dass wir die Sonne hassen. Aber ohne sie können wir nicht leben. Es muss endlich ein vollkommen neues spielerisches totalst Element in uns eindringen. Wir müssen wieder aufspielen, frei aufspielen. Ja? Und die Natur ist natürlich auch nichts Besonderes, was ich jetzt sage, ist natürlich der geilste Designer und ist natürlich der geilste Modeschöpfer und ist der geilste Medizinmann. Ja? Aber da gucken wir ein bisschen hin. Aber die Ideologielosigkeit einer Naturwelt, die beachten wir nicht. Das finde ich unfassbar. Dieses Potenzial nutzen wir nicht. Ne? Wir haben noch Könige. Ist doch Wahnsinn. Ist doch Wahnsinn. Auf der Bühne, bitte, kann man doch alles machen. Ja? Aber man kann doch nicht diesen Leuten hinterherlaufen. Man kann doch nicht irgendwelchen Leuten. Oder das ist doch Etikettenschwindel. Das geht doch nicht. Kann man doch nicht machen. Also ich mache das, was evolutionär sich an mir abspielt, jeden Tag aufs Neue. Und ich bin immer heiß drauf, diese Dinge zu tun, so wie sie eben sein müssen. Und wenn ich morgen nach Hause gehe, werde ich wieder ein Manifest schreiben und dann werde ich mich wieder fotografieren lassen und werde wieder ein Video drehen. Das kommt ganz automatisch. Und man muss ja die stärksten Bilder erzeugen, andere gehen ja gar nicht. Nicht? Also, die müssen hermetisch sein, das ist entscheidend. Die Hermetik ist wichtig. Ja? Kunst ist eine Distanzschaffungsmaßnahme. Ich habe in Performances nie gemacht, um Leuten zu gefallen. Niemals. Ich bin kein Mitmachtheater-Typ. Ja, also ich habe immer gesagt, hier ist die Grenze. Ja, und ich wollte nie, dass irgendjemand auf die Bühne kommt, weil das geht mich nichts an. Ich liefere was ab und gehe nach Hause. Ich bin Lieferservice. Ja, das war's. Also ich erwarte auch nichts, auch keine Belohnung. Also ich möchte das, was ich tue, machen. Ich möchte, dass sich mein Atelier ausdehnt. Ich möchte, dass das Atelier in Berlin so groß wird wie Berlin und dann so groß wird wie Deutschland und dann so groß wird wie Europa und dann so groß wird wie die ganze Welt. Weil dann ist ja der Raum entideologisiert.
Ich dachte jetzt in Bayreuth zum Beispiel, dass man mir die Chance gibt, Bayreuth zu entideologisieren. Das haben die aber gespürt, ne? Dass da jemand was enttempeln wollte. Das können die gar nicht ertragen. Nicht die, für die Leute in Bayreuth, diese Hardcore-Wagnerianer, ist das Wort Evolution das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und ich wollte etwas Evolutionäres schaffen dort. Ja, ich wollte das entheiligen, aber nicht doof. Ich liebe Richard Wagner. Ja, ich hätte das mit größtem Respekt gemacht, aber man muss diesen Tempel enttempeln. Und das konnten die nicht ab. Die haben das gerochen, dass da jemand am Start ist, der ist so kindisch und so spielerisch und so ein Spielkind, der wird echt gefährlich für den Laden da. Und dann haben die gesagt, okay, der Typ muss weg. Ja, was ich sehr schade finde, weil ich hätte das Ding in ein neues Zeitalter gebracht. Das ist gerade am Verrotten. Ist ja vielleicht auch okay. Ja, aber ich finde das auch ein bisschen zynisch. Ich meine, so wie Bayreuth jetzt ist, bitte nach Las Vegas. Abtragen, weg. Ja, weil es hat nichts mehr. Es bedeutet nichts. Design geworden. Es ist ein Designtempel mit designten Gehirn. Die Regisseure dort werden Komödien abliefern, die allen gefallen. Ja, das sind alles politikversaute Typen. Ja, die den Politikern gerecht werden wollen, das ist ein CSU-Spektakel. Ja, fertig. Nicht? Und da war ich natürlich in der Höhle des Löwen, hatte aber gedacht, die wollen was, die wollen die totalste, evolutionärste Veränderung. Ich habe gedacht, die wollen den totalen Umbruch. Ich dachte, die wollen die totale Umwälzung. Ich dachte, die wollen da total den Teufelskreis durchbrechen. Ist ja so blöd, bin ich da rangegangen. Ne? Ich dachte, die wollen da echt eine liebevolle Prollnummer haben. Habe ich echt gedacht. Nicht, die, ich sollte ja auch Warnfried dekorieren, mit Kunst dekorieren. Ne? Ich sollte dann auch eine Ausstellung dort haben. Ich dachte, das ist jetzt geil, Gesamtkunstwerk. Ne? Lass uns doch mal von einem Gesamtkunstwerk regieren. Darum geht's ja. Nicht? Kunstdeutschland, das Deutschland der Zukunft, kann nur ein Gesamtkunstwerk sein. Nur dann ist es zukunftsfähig und regierungsfähig. Nur dann haben wir eine Zukunft, wenn das Gesamtkunstwerk existiert. Das ist das Entscheidende. Und man hat es da plötzlich so mit mickrigen Grabenkämpfen zu tun. Man muss das Radikalste bringen. Nicht irgend so ein Quatsch, so ein durchdemokratisiertes Unterhaltungsprogramm, was da jetzt gerade abläuft. Das werden Sie sehen, bis 2020 ist da nichts. Gar nichts. Wird nichts stattfinden. Wird nur hochgeputscht. Ja, Kampf der Religionen. Oh Mann, was ist das für ein Modethema, Mann. Ja, sag doch mal, dass das hier mal religionsbefreit ist oder religionslos. Ich mache hier was Religionsloses. Ja, das traut sich nur keiner mehr. Ja, also, oder ich mache hier was, was überhaupt nichts mit Politik zu tun hat. Ich kriege euch hier, euch Politikern, überhaupt nicht in den Arsch. Ja, dann ist man ja schon weg von der Designschiene. Ich mache nicht immer alles geil. Aber es lohnt sich zumindest mal zuzulassen und zu riskieren. Es geht um ein Risiko. Geht mal ein Risiko ein. Die Typen, die da jetzt inszenieren, das sind risikolose Design. Ideologenfratzen, von denen ist bekannt, dass sie mittelmäßiges Zeug abliefern. Das wird natürlich von den mittelmäßigen Wagnerianerverbänden beklatscht werden müssen, weil das ist systemerhaltend. Ja? Die müssen ja ihr System erhalten. Ich habe gedacht, die laden mich ein, um das System zu brechen. Ich dachte, ich bin eingeladen als dicke Bertha, die Bombe da zu platzieren. Habe ich echt gedacht. Ich bin so blöd. Ja, ich dachte, ich soll das Ding zur Implosion, Explosion bringen. Hätte ich liebevoll gemacht, ohne dass es Opfer gegeben hätte. Wahnsinn, ne? Das ist nämlich auch das Geile an Kunst. Kunst produziert überhaupt keine Opfer. Nur Realität macht das. Aber ich bin eben nicht realitätsfanatisch. Mich interessiert die Realität überhaupt nicht. Die Kunst muss die Realität ersetzen und als Staatsform gelten. Und wir müssen auf der Straße uns liebevoll, wenn wir von A nach B gehen, grüßen gegenseitig. Heil Kunst, heil. Das reicht doch. Mehr brauchen wir doch nicht. Liebevoll entideologisiert von A nach B gehen. Ist doch widerlich, wie doch heute wieder Menschen die Straße belästigen mit ihren ideologischen Lifestyle-Märschen. Das interessiert doch niemanden, ob die nun links oder rechts sind. Das interessiert mich nicht. Das kommt alles nicht von Herzen. Das ist strategisch. Das sind alles Strategen. Ja, und diese Typen, das ist nichts Neues. Tut mir leid, ist nichts. Ja, gut gemeint ist nicht gut. Das ist ohne Herzblut. Nicht? Ein Mensch mit Herzblut kann keine politische Partei an die Macht wählen. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Diese Verbindung ist gar nicht da. Herzblut, Politik geht nicht. Geht nicht. Ist keine Verbindung. Gar nicht. Herzblut, Religion, keine Verbindung. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Kann man nicht vorgaukeln. Ja? Geht nicht. Geht nicht. Also, tut mir leid. Kann man immer wieder sagen, geht aber nicht. Ist Privatvergnügen. Kann man selber machen im Hobbykeller.
aber niemals hochstilisieren. Mach's niemals zum Gesetz. Nie. Nie für andere. Ne? Fußgängerzonen sind tabu, dürfen religiös nicht belästigt werden. Keiner Form, auch nicht politisch. Dürfen nicht durchdesignt werden. Keiner Form. Man geht von A nach B, fertig. Ne? Ist ja schon schlimm genug, wenn man im Zug sitzt oder im Flugzeug und dann sitzt man neben irgendeinem Ideologen. Das rieche ich ja. Ich rieche das ja immer. Ich bin ja wie ein Haifischbaby. Ich rieche die Ideologie. Und ich fühle mich immer beschämt. Ne? Ich fühle mich immer beschämt von dieser Nostalgie, von diesen alten Mustern, von diesen alten Denkarten. Und denke immer, was wollen die? Was wollen die von mir? Ne? Ich will dann nur ideologielos spielen. Ich will die Diktatur der Kunst an die Macht spielen. Von morgens bis abends. Ich tue nichts anderes. Gar nichts. Ich habe gar keine Zeit für was anderes. Ich will auch nicht mehr blockiert werden von irgendwelchen Leuten, die mich instrumentalisieren wollen oder mich als Trittbrettleiter benutzen wollen für ihr mickriges kleines Kulturding, was sie da am Start haben. Das interessiert mich nicht. Ich habe keine Zeit. Ich wünsche viel Glück, aber mehr kann ich nicht machen. Ich bin 46 Jahre alt. Die Leute, die jetzt 25 sind, die müssen loslegen. Ein Politiker und ein religionssüchtiger Mensch wird dir sagen, wie das Design der Zukunft aussieht. Ja? Die werden es dir sagen, weil sie es ja schon wissen. Ja? Das ist ja das Programm, was die fahren, heißt ja, wir wissen, wie die Zukunft aussieht. Ja? Wenn man aber nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, dann kann man sich ja überraschen lassen. Und das ist dann ist die Frage, beantwortet die Zukunft, entscheidet, was das Design der Zukunft ist. Nicht ein Politiker, nicht ein Designer, auch nicht ein Künstler. Das entscheidet die Zukunft. Aber man muss sie zulassen. Wenn ich ein Politiker bin, dann habe ich das im Programm. Was das Design der Zukunft ist. Wenn ich religiös bin, weiß ich, dass das Paradies so und so aussieht und dass ich das und das zu tun habe, um das und das zu erreichen. Da ist keine Überraschung mehr im Spiel. Das ist abgesegnet. Die Zukunft ist Vergangenheit. Fertig. Ende der Durchsage. Die Zukunft ist vielleicht sogar noch miesere Gegenwart. Für einen Religionssüchtigen oder für einen Politiker. Ja? Das sind zwei Berufe der Ideologie. Das wird abgelehnt. Ja, ich habe nichts gegen Politiker persönlich. Ich habe viel mit denen zu tun sogar. Aber ich lehne ihr Amt ab. Ja, ich kann mit jedem Politiker essen gehen. Ich kann mit jedem Politiker, auch mit jedem Religiösen essen gehen. Nur das Amt, was sie bekleiden, lehne ich ab. Weil das ist Design. Und das hat mit Zukunft nichts zu tun. Ja, und die intelligenten Leute verstehen das auch. Und die können damit auch leben. Ne? Das ist für sie schwierig. Das sind eben Leute, die wollen eine Reling haben. Das sind keine Ahabs. Ja, ich bin Ahab. Ja. Ich sage, jetzt geht's los, die Reise geht los, wir fahren ins Maul von Moby Dick und am Anfang sind alle skeptisch und am Ende sagen alle, ja, genau, da müssen wir rein. Und dann sehen wir mal, was passiert. Ob der Typ uns noch verdaut, Moby Dick oder nicht, oder uns irgendwas schenkt. Wissen wir ja nicht. Aber einfach mal loslegen, auf Kurs bringen lassen, von der Kunst. Ich lasse mich nicht vom Kurs Kunst abbringen, von nichts. Ja. Also Babys haben keine Ideologie und Kinder auch nicht. Deshalb können Babys und Kinder ja nur Kunst machen. Irgendwann kommt die Ideologie. Das müsste man untersuchen, wie sie kommt, wie sie sich einnistet im Körper. Das müsste man untersuchen. Dafür würde ich gerne die Ärzteschaft bitten, das wirklich rauszufinden, weil das ist ja ein schlimmer Prozess. Eltern müssen ja nicht ihre Kinder ideologisch auf den Weg bringen. Sie können ihnen ja auch sagen, mach es nicht oder zweifel doch mal. Warum kann ein Baby oder ein Kind ideologiefrei leben und warum behaupten Erwachsene, das geht aber als Erwachsener nicht? Wenn ich im Zug sitze, verantworte ich mich natürlich dem Zugführer an oder dem Schaffner, aber das ist ja kein ideologischer Zustand, der sich dort aufbaut. Das ist ja, ich fahre ja nicht linkspolitisch oder rechtspolitisch Zug oder katholisch oder evangelisch oder atheistisch, sondern ich fahre Zug. Kreativität wird total überschätzt. Es geht um Instinkt. Instinkt ist nämlich schneller. Tiere sind nicht kreativ, sie sind instinktiv. Und wir müssen wieder instinktiv werden und einfach spüren und metabolisch wissen, was zu tun ist. Das haben wir meistens verlernt und überdecken es mit dieser Kreativitätssucht, die ja einfach nur heißt, Variationsfanatismus. Wir können über einen Begriff sprechen, der im Moment auch in diesem Land herrscht. Es gibt, oder Begrifflichkeiten, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen guten Menschen und Gutmenschen. Gutmenschen tun das, was sie tun, aus anderen Gründen. Sie haben einen Hintergedanken.
Sie tun es aus Nabelbeschaugründen, um ihr Ich zu rechtfertigen, aus religiösen Gründen, aus politischen. Es ist ein Hintergedanke dabei. Das mag ich nicht. Das ist geschmacksneurotisch. Das ist doof. Gute Menschen tun es aus der Sache heraus, weil sie es müssen. Ja, aber da steckt nicht noch ein Guru hinter, kein Geist, keine andere Macht, sondern da steckt nur die Tat hinter, dass man es erledigen muss, dass man es tun muss. Ja, nur solche Leute möchte ich an mich ranlassen. Hilfe hat immer ideologielos zu sein. Immer, immer, immer. Genauso wie Flucht ideologielos zu sein hat. Wenn ich auf der Flucht bin, kann ich keine Ideologie mitnehmen. Kann ich nicht, darf ich nicht, werde ich nicht. Flucht ist ideologielos, ideologiebefreit. Und die Hilfe genau das Gleiche. Also ich kann als Fliehender nicht ideologische Hilfe wollen und mich auch nicht ideologisch dieser Hilfe entgegenstellen. Das ist undenkbar. Das ist nicht gut. Das ist zukunftslos. Wir müssen die Ideologien über Bord werfen. Fertig. Das ist ganz eindeutig, was ich hier sage. Das ist für viele schwierig zu verstehen, ja, weil sie doch diesen Hintergedanken haben. Ich mache es ja doch für was anderes. Mach es nur für die Sache. Ja, ein Arzt muss es für das Arzttum machen. Für die Medizin. Ja, nicht für irgendeine linke oder rechtspolitische Partei. Oder für den Katholizismus oder für den Protestantismus. Deshalb finde ich es schlimm, dass es katholische, protestantische Kindergärten gibt. Was haben die Kinder damit zu tun? Beuys hat ja auch riesige Fehler gemacht. Das war ein guter Künstler zu bestimmten Zeiten. Ja, er hat leider Gottes eine politische Partei mitgegründet, angeblich zumindest. Und er hat plötzlich der Politik mehr vertraut als der Kunst. Und das ist Hochverrat an der Kunst. Fertig. So geht's ja wohl nicht. Also ich kann doch nicht als Künstler plötzlich eine politische Partei gründen. Das ist ja auch ich werde niemals ein Guru sein, weil ich mich immer jeden Tag aufs Neue entorganisiere, jeden Tag aufs Neue entpolitisiere, jeden Tag aufs Neue entgurisiere, entreligiosiere. Das mache ich am meisten, wenn ich auf Klo sitze, weil dann geht es ganz schnell. Einfach rausfurzen, dass ich weg ist es. Ja? Das Rest-Ich immer gleich wegfurzen. Ne? Das geht ganz schnell und kostet keine Mühe. Dann hat man, wenn man das jeden Tag macht, hat man auch keine Ich-Verstopfung. Ne? Also, und ich organisiere mich nicht. Viele sagen ja immer, das, was Sie da predigen, Herr Mese, ist das keine Predigt? Das ist ja auch ideologisch. Nein, ich organisiere mich nicht. Ich habe auch übrigens überhaupt keine Teilnehmer an der Diktatur der Kunst. Es gibt gar keine Leute, die da mitmachen wollen. Geht ja auch gar nicht. Geht ja auch gar nicht. Geht nicht, die werden immer nach Hause geschickt. Es gab ein paar, so, die das missverstanden haben, die dachten, das sei eine neue Partei. Nein, es ist eben keine Partei. Ja? Also ich habe immer behauptet, dass es Kunst vor dem Menschen gab und nach dem Menschen gibt. Kunst hat alle Welten erschaffen. Kunst ist ja kein Parteienstaat. Kunst ist die Herrschaft von allem. Ja, Kunst ist der Anfang und das Ende. Kunst hat die Universen erschaffen, alle Gottheiten, aber nur als Spielmaterial. Wir dürfen mit diesen ganzen Sachen spielen, deshalb gibt es Göttersagen. Ist doch nichts Schlechtes. Nur wenn wir es in die Realität transportieren, diesen ideologischen Quatsch, dann wird es blöd. Und dann wird es langweilig und zukunftslos. Und dann wird es auch kunstlos. Tiere machen nur Kunst. Also es gibt gar kein Tier, was nicht nur Kunst macht. Also ich habe in meinem Leben noch nie ein ideologisches Tier gesehen. Also wurde mir auch noch nicht präsentiert. Mal gucken. Ob diese ideologischen Ärzte das erste ideologische Tier produzieren können oder den ersten ideologischen Gegenstand. Objekte sind nie böse, außer in den durchideologisierten Gehirnen von Religionssüchtigen. Ja, da gibt es ja auch böse Bücher, das ist ja Wahnsinn. Es gibt Zensur, das ist ja unfassbar. Wie kann man Sachen zensieren? Da muss man ja sowas von religionssüchtig sein oder politiksüchtig. Wie kann man Angst vor meinem Kampf haben? Also das ist doch wirklich, also das kann ja jeder selber alleine haben. Da braucht er es ja nicht zu kaufen. Ja? Aber diese Bevormundung, böse Bücher, also ich meine, wie primitiv, wie niveaulos will man es eigentlich noch machen? Ja? Man muss ja nicht diese religiösen Bücher umsetzen. Man muss auch die Bibel nicht umsetzen. Kann man machen. Das ist aber meistens zynisch.
Ja, kann ja irgendwie eine 200 Atombomben schalten. Aber das ist ja zynisch. Gibt's Bücher? Ja, irgendwelche Science-Fiction-Romane. Ich liebe Science-Fiction. Ja, muss man aber nicht in die Realität umsetzen. Nur die Leute sind so realitätsfanatisch und nehmen alles wörtlich. Die Politikerkaste heute nimmt alles wörtlich. Natürlich wird es, wenn diese Welt, in der wir leben, dieser Planet ideologielos ist, dann wird es nur noch ein Erzreich Kunst geben. Das können wir dann auch, weiß ich nicht, Erzländerei nennen. Ich weiß den Begriff nicht. Oder einfach nur KUNST oder Diktatur der Kunst. Natürlich ist das dann staatenlos in dem Sinne. Es ist kein Staatssystem, vollkommen klar, aber das ist eben die Formulierung, die noch relativ griffig ist, um das zu beschreiben, was eben kommt. Ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht, wie die Formulierungen sind nach der Machtergreifung Kunst. Ich weiß nicht, wie wir uns begegnen und grüßen werden. Nicht genau. Ich bin kein Prophet. Ich bin kein Priester. Ich will einfach nur, dass wir es kommen lassen. Ich warte auf den Tag, wo auf den Zeitungen steht, Ideologie abgeschafft. Deutschland ist ideologiebefreit. Nicht? Also die Sonne ist eine Staatsform für mich und eine Autorität, der wir uns aushändigen. Außer wir sind demokratieverseuchter Ikarus und wollen zu nah ranfliegen, dann sind wir halt eben erlebnishungrige Extremsportler. Ja? Dann wollen wir uns eben messen mit einer Macht, mit der wir uns nicht messen können. Ja? Und für mich, ich habe kein Problem, die Sonne als Autorität zu sehen, als Oberbefehlshaber, als Staatsform. Aber sie kann natürlich nicht mein Staat. Sie ist ihr Staat oder ihre Form. Nur die Sonne ist eine Autorität, wie meine Mama. Also, oder der Schlaf, das ist doch eine Autorität. Übrigens ist Kunst keinerlei Anarchie. Anarchie ist das, was wir gerade in diesem Land erleben. Die Staatsform Demokratie ist Anarchie. Ja? Kunst ordnet. Ja, der Dschungel ist total zur Ordnung. Wir verstehen die Ordnung nur nicht. Da ist eine Staatsform am Staat, die wir auch anders nennen können. Wir können es einfach Dschungel nennen. Aber da regiert eben nicht der Mensch und auch nicht Gott und auch nicht ein Priester. Da regiert kein Politiker, sondern eine andere Macht. Ich finde das Wort Macht toll. Ich liebe Macht. Nicht? Mach dich machtfähig. Sei kein Mitläufer. Aber diese Wörter müssen natürlich präzisiert werden und besser werden und geiler werden. Aber das ist der Evolutionsschritt. Das überlasse ich eigentlich auch Sprachforschern. Das müssten jetzt diejenigen, die mit Sprache sich befassen, auf den Punkt bringen. Ich kann ja nicht alles machen. Ich krieg jetzt schon Angebote von Architekten, die mir sagen, wie sieht denn die Architektur der Zukunft aus? Schnörkellos auf jeden Fall, ideologiefrei. Und es werden alle Möglichkeiten entmöglicht, sich ideologisch zusammenzurotten. Also es muss eine Architektur gebildet werden, die diese Hinterzimmer- und Stammtischgesülze entmöglicht. Ja, das muss einfach verboten sein und es wird sich auch irgendwann mal nicht mehr gehören. Es gehört sich irgendwann mal einfach nicht mehr links- oder rechtspolitisch zu sein oder zu denken oder sich zu engagieren. Es wird sich irgendwann mal gehören, einfach nur der Kunst zu gehorchen und der Evolution, um den nächsten Evolutionsschritt zuzulassen. Den haben wir doch verdient. Wir haben doch das Neue verdient. Ich habe nie irgendeine Belohnung erwartet. Nie. Absolut null. Zero. Ich habe das gemacht, was ich gemacht habe, aus Liebe. Und dass ich dafür mit Geld belohnt werde, ist gut, weil dadurch kann ich die Propaganda noch ein bisschen feister machen. Ja? Und ich liebe mein Atelier und es soll größer werden. Das kostet nun mal Geld. Der Kunstmarkt genauso wie der Kulturbetrieb sind Nebenerscheinungen. Die werden von anderen Profis bedient. Deshalb habe ich Galeristen, die mir den Rücken frei halten. Ich bin im Atelier, ich diene im Atelier. Es herrscht Dienstpflicht Kunst. Und das ist die Belohnung, im Atelier zu arbeiten. Früher war mein Atelier meine Küche. Ich habe mit billigsten Materialien gearbeitet. Jetzt ist es etwas teurer, es ist etwas größer. Aber es ist genau so, wie es war. Es besteht überhaupt kein Unterschied. Ja, das Wichtige ist nur, dass man sich selber nicht verrät und Hochverrat an der Kunst begeht. Ja, das ist das Einzige. Die Kunsthochschule ist eigentlich ein Ort, wo dir die Kunst genommen wird. Also du wirst dressiert eigentlich, gegen die Kunst zu arbeiten. Und das musst du eben entmöglichen. Du musst da heil und liebevoll durchkommen.
auch durch den Kunstmarkt und Kulturbetrieb irgendwie durchkommen. Ja, das sind Nebenerscheinungen. Ob man sehr viel Geld verdient oder wenig, spielt für die Sache erstmal keine Rolle. Es ist okay, aber ich bediene überhaupt nichts außer Kunst. Also alles andere ist alles andere und wird von anderen gemacht. Ich spiele einfach. Also das ist die Freiheit, die ich nie verlassen habe, diese Zone. Und die Ideologielosigkeit zu fordern, sich nicht zu organisieren, keiner Partei anzugehören, keiner Religion, auch nicht dem Atheismus, das zeigt doch, dass man nicht käuflich ist. Also vollkommen unkäuflich, absolut nicht erpressbar. Ich bin ja auch nicht eingliederbar, mich kann man nicht benutzen für eine Parteiveranstaltung. Ich spreng die sofort. Ich sage den Leuten sofort Feierabend. Es hat sich so ergeben. Ich habe sehr viel Geld verdient, aber ich habe es in die Kunst gesteckt und ich tue das gerne. Ich wünsche auch jedem seinen Erfolg. Also jeder muss den Erfolg haben, den er anstrebt. Aber der größte Erfolg ist die Liebe zur Kunst. Die wirklich hemmungslose Liebe zur Kunst. Das ist der Erfolg. Der kann im Kleinsten stattfinden und im Größten. Wenn die Liebe zur Kunst leidet oder nicht mehr da ist, dann sollte man auch aufhören. Dann sollte man gehen. Dann sollte man die Kunst nicht belästigen. Wenn es um was anderes geht, um eine andere externe Belohnung, dann geht es doch nicht um Kunst. Wenn die Erwartungshaltung ist, ich muss dafür aber eine Gegenleistung kriegen, für das, was ich da tue. Wenn das schon mitschwingt, weg, weg, gleich weg, dann was anderes machen, weiß ich nicht. Die Bezeichnung, dass ich jetzt Künstler bin, also darauf bilde ich mir auch nicht so wahnsinnig viel ein. Nur es geht darum, was steckt dahinter? Was ist der Künstler? Der Künstler ist ein Liebender der Kunst. Ein Künstler ist niemals ein Liebender der Kultur, weil die Kultur ist die Absicherung nach hinten. Die Kunst ist der Wurf oder die Schlagkraft nach vorn. Kunst ist das, was bleibt und kommt. Kultur ist das, was geht. Also, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Kunst hat immer überlebt. Politik hat nie überlebt. Ideologie hat nie überlebt. Religionen haben nie überlebt. Design hat übrigens auch nicht überlebt. Aussterben tut der Mensch, wenn er die Kultur zu ernst nimmt und meint, die Zukunft baut auf ihr auf. Man kann ja kulturell etwas bewahren, aber man darf es nicht zum Maß von Zukunft machen. Ja, der Sprung nach vorne ist immer kulturlos. Es ist ja das Neue. Ja, das baut nicht eben tatsächlich nicht auf dem Alten auf, sondern es kommt aus der Zukunft. Das Neue kommt aus der Zukunft, ist nicht berechenbar. Das können wir nicht einkassieren oder erpressen, sondern das kommt einfach. Und dann darf man diese Kultur, die wir ja pflegen oft, ja, die darf man ja ruhig bewahren, aber macht doch kein großes Bohai drum als Basis von irgendwelchen politisch-ideologischen Erwägungen. Es gibt ja den Kulturkampf, der erzeugt wird, den Klassenkampf, den Straßenkampf. Das sind alles Kulturerwägungen, ja, basierend auf diesen Vorstellungen, dass man eine bessere Kultur hätte als eine andere Gruppe oder ein anderer Staat. Das ist alles Unsinn. Jede Kultur ist gleich zukunftslos. Sie kann ja bewahrt werden, wenn man sie nicht zum Gesetz erhebt. Das, was aus der Zukunft kommt, hat keine Kultur. Wir werden es versuchen, kulturell zu bändigen. Aber das bringt nichts. Ein Bild von Picasso ist zeitlos. Van Gogh könnte auch übermorgen entstehen. Oder die Nofretete. Die ist doch zeitlos, sie hat überhaupt keine Zeit. Alle Kriege sind auf Kulturkampf aufgebaut oder politisch-ideologischen Erwägungen. Nicht immer die Vorstellung, wir sind richtig und ihr seid falsch. Und das entwickelt sich nur, wenn ich Kultur zum Maß aller Dinge mache. Aber das Maß aller Dinge kann nur die Zukunft sein. Und die kommt nun mal aus der Tierwelt und auch aus unseren tierischen Elementen. Wir sind ja Tiere. Wir tun nur immer so, als wären wir was Besseres. Also das Einzige, was schlecht ist auf diesem Planeten, sind durchideologisierte, erwachsene Menschen. Alles andere ist gut. Das ist das Einzige, was schlecht ist. Aber kann man ja beheben, indem man sich entideologisiert. Oder man will zynisch schlecht sein. Aber das gehört in James-Bond-Filmen. Wir sind halt die einzigen Wesen, die sich der Kunst in den Weg stellen, also der Evolution. Und das ist halt relativ zynisch und produziert unfassbar viele Opfer.
Und die muss man auf seine Kappe nehmen, wenn man sich daran beteiligt, an diesen schrecklichen Ereignissen ideologischer Natur. Aber wenn die Kunst herrscht eh schon immer. Wir können auch gegen die Kunst gar nicht gewinnen oder so. Wir können sie auch nicht abschaffen. Wir können nur uns abschaffen. Das können wir machen. Das ist ja auch legitim. Dann kommt halt die nächste Spezies. Aber das ist halt zynisch, ne? Das ist das Einzige. Man muss sich überlegen, wie man sich verhält diesen Dingen gegenüber. Bleibt man Zyniker, ist man zynisch oder eben nicht? Oder will man spielen und will man überrascht werden von was ganz Neuem, von was ganz Merkwürdigem? Ne? Und dann ist man kein Künstler mehr. Ne? Das ist klar, ist man nicht. Braucht man nicht mehr zu sein, dann brauchen wir uns das, dieses Etikett nicht mehr zu geben. Vielen Dank, Jonathan Mese, für das Kommen. Ja.